Willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich habe leider vergessen, meinen Wecker anzustellen. So. Augenblick. Machen wir Inputs. So. Na, wollen wir doch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir müssen haufenweise Licht anzünden. Lichter müssen angezündet werden. Das mag Kira doch am liebsten. So, jetzt noch die beiden. Stör mich nicht. Niemand stört dich. Ich mache nur die Lichter an. Der Diebe tat einen Leib Bünnen, Elfenbrot nieder und gewährte den Menschen die Herrschaft über das fruchtbare Land. Elfenbrot? Ein Elfenbrot auswählen. Die verzierten Zeremonienschalen mit Gwynuet, Elfenwein, dem süßesten Blut des Landes, das man ihm entrissen hatte. Ich störe dich. Dann füllte Dievetasch die verzierten Zeremonien und endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild und damit den Befehl über seine Armee an die Menschen. Schwert und Schild? Alles klar, die müssen wir ausrüsten. Okay, Schwert. Aber. Augenblick. Altes Elfenschwert. Warum hat er den jetzt wieder rübergewechselt? Ein altes Schild. Habe ich doch ausgerüstet. Stör mich nicht. Ich will dich auch nicht stören. Nein. Warte, können wir das vielleicht so ausrüsten? Aha. Rüste das Elfenschwert. Oh. Das wollte ich nicht. Das war nicht so geplant. Wir sollten auch vielleicht auf Igni wechseln. Aber ich habe das Schwert. Ist das jetzt das Elfenschwert? Ich habe keine Ahnung. Altes Elfenschwert, okay. Und wie kann ich jetzt... Neuer Gegenstand? Wie kann ich denn jetzt bitte... das Ding auslösen. Nein. Das wollen wir bitte haben und das. Ah. Der Elfenkönig zog stolz und aufrecht die Klinge, dann sprach Ludovic. Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Seht nur! Die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter! Mutter! Aua! Oh, oh! Warte! Warte! Ah, sie ist das! Okay. Oh, fuck! Ah, ich habe leider nicht drauf geachtet. Das war ja richtig. Dann gucken wir weiter. Auf jeden Fall sie erstmal anzünden. Okay. Kriegen wir hin? Bitte, bitte, bitte. Bin nicht nebenbei am Rendern. Das Aufnahmeprogramm gerade nicht so. Halt! Halt, ich möchte ganz gerne. Ah! Oh, ich habe sie gerade umgebracht. Okay, also sie ist ziemlich mächtig.
anfangen, eigentlich beiseite springen und sie erstmal gleich am Brutzeln. Und auf sie drauf. Ich weiß gar nicht, ob das Schwert eigentlich richtig gut ist. Ich habe keine Ahnung. Springen und am Brutzeln. Beiseite springen und am Brutzeln. Beiseite springen und am Brutzeln. Wir kriegen das hin. Was ist damit? Ich komme nicht mehr dazu. Ah, fuck. Oh, Alter. Wie soll mir das denn schaffen? Vielleicht Schutz? Wie ging der Schutz denn nochmal? Gleich was essen und ein Schutz. Und dann sollte das eigentlich... Hoffen wir mal. Ich benutze den Schutz eigentlich viel zu selten. Na, ich komme. Schutzschild. Oh, Alter. Der hat ihn einfach durchtroffen. Wie soll man das denn schaffen? Oh Mann. Gleich was essen und probieren, Schutzschild zu machen. Aber das hält ja nicht so lange. Ich muss sie zuerst umbringen. Da führt gar kein Problem. Ich muss was essen und probieren, sobald wie es geht, erstmal auszuwarten. Sie erstmal anzufackeln. Ach, ich komme nicht mal dazu. Ich komme nicht mal dazu, irgendwas zu machen. Alter. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das... Hör auf! Wie mache ich das denn am besten? Ich muss erstmal auf sie auf jeden Fall drauf. Sie drauf. Weil ich glaube, die anderen sind halb so schlimm. Okay, also das funktioniert nicht so, aber einen hatte ich schon mal umgebracht. Das ist hervorragend. Das heißt, ich muss, keine Ahnung. Papa. Oha. Wie soll mir das denn schaffen? Und erstmal Feuer machen. Essen, Feuer machen. Essen, Feuer machen. Ja. Ah. Hä? Wie kann... Wo? Hä? Wer macht das denn jetzt? Ich versteh's nicht. Bomben reinschmeißen? Muss ich fliegen? Muss ich alle von oben abschießen? Aber da kommt sie ja wahrscheinlich dann auch hin. Okay, ich habe keine Ahnung. Irgendwie speichern und dann... Ich komm nicht weg! Komm her, noch einmal! Ach, fuck! Nun komm! Ich komme hier nicht weg! Ich häng fest!
Oh Gott, wir haben es geschafft! Oh. Statuen sind zum Leben erwacht. Durch welches Hexenwerk? Oh Gott, das ist... Weiß ich nicht. Ich töte Monster und belebe selten welche wieder. Hm. Ich... Vielleicht weiß ich, was passiert ist. Diese Statuen standen mal im Haus. Leise. Ich habe sie vor einem Monat erworben, weil... Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Emmy! Leise! Die Wittef war den Menschen tributpflichtig. Er hat jedes Jahr solche Statuen hergestellt. Bis er 782 im Andalin-Massaker am Fuße der Gorgo getötet wurde. Und das war ein Glück, denn Divitav hatte Ludovics Untergang geplant. Es waren keine Statuen, die er geschaffen hatte, sondern getarnte Golems, die durch Worte der Anbetung erweckt werden sollten und die den König und seine Leibwache in buntes Konfetti zerpflückt hätten. Typisch. Bei jedem Verrat sind Elfen im Spiel. Hey! Hallo! Emmy! Klappe halten! Die Elfen haben nur Oh mein Gott! Ihr Menschen wart damit nicht zufrieden. Ihr musstet sie auch noch umbringen. Jeden Einzelnen. Hier? Was soll das heißen? Du bist doch auch ein Mensch. Danke. Ja, in gewisser Weise. Aber manchmal schäme ich mich, das zuzugeben. Deine Worte sind aber ich mag diese Bonbons. Aber du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Nimm dies, deine Belohnung. Leb wohl. Oh. Tschüss. Jetzt kann ich endlich weiter, ja. Wo ist mein Pony? Mein untotes Pony. Da steht immer noch da hinten. Upp. Siehst du wohl. Untotes Pony gefunden. Weiter geht's. Halt, wir müssen da lang. Oh, hoppala. Entschuldige Plätze. Das war nicht so geplant. Ich sehe überhaupt nichts. Scheiß Nebel. Hier ist das echt gefährlich im Wald. Oh, wir hätten da lang gemusst. Nebeling. Oh. Kein gutes Ohr. Alter. Sollte ich erstmal. Oh, fuck. Oh, oh Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich dieser Folge schon. Hör auf zu sammeln jetzt. Mann. Es tut mir leid. Irgendwie. Vielleicht muss ich auch mal meine Mutagene einsetzen. Keine Ahnung. Okay. Wir gucken. Hallo. Hallo. Ich möchte ganz gerne. So. Vielleicht muss ich die eins nach dem anderen besiegen. Vielleicht wäre das ja schlauer. Naschwerk. Und vielleicht sollten wir uns erstmal darum kümmern, dass wir den Charakter ein bisschen ausbauen. Vielleicht sollten wir Axi stärken. Die Echsen gehen, sodass er vorübergehend nicht im Kampf teilnimmt. Nee. Igni-Zeichen ist das. Feurigen Stoß. Warte mal, wie viel? Oh, 12 Stück Heri ist es. Drei von drei.
Ah, nee, 2 von 3. Entschuldigung. Was ist das hier noch? Intensität. Warte mal, was ist das? Quen. Schutzschild. Das Schutzschild ist auf jeden Fall wichtig. So. Den hier auf jeden Fall und den hier brauchen wir. Dann haben wir das nämlich auch schon mal hochgelevelt. Jetzt brauchen wir noch grün. Was ist das hier? Alchemie. Achso, das sind Tränke und sowas alles. Okay. Ah, das sind die ganzen. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Greifenschule. Jeder Teil mit erhöht die Zeichenintensität. Okay, erhöht die Adrenalin. Von Adrenalin. Okay, dann haben wir die Punkte nämlich auch schon mal. Dafür müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ja, ja. Oh, wir stecken fest. Nein, ich wollte eigentlich runter, weil die kommen mich gleich mich alle hinterher. Alter, wo wolltest du denn ganz hin? War es das jetzt? Okay, die haben wir schon mal besiegt. Jetzt kommen gleich wieder welche. Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Da sind auf jeden Fall noch ein paar. Regis Rabe hat nicht gelogen. Es ist alles voller Löffel. Löffel. Stimmt. Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Was, dass du lieber nicht näher kommen sollst? Aber ich. Aber da kommen wir nicht rein, verschlossen. Oh, müssen wir denn? Sollten wir dann nicht näher ran? Ich bin gespannt. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Wir sollten die Folge beenden. So, ihr Lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.
Und herzlich willkommen